Auch bei unserem zweiten Besuch bleiben wir beim Thema Fußball, bei der FC Basel-Legende schlechthin, nämlich beim Carli oder Matt. Carli, du hast immer noch Fußball spielen? Nein, ich spiele nicht mehr. Und jetzt koche ich eigentlich lieber kochen. Gut, was wir genau kochen, das erzählt uns jetzt gerade zuerst mal die Redaktion. Anina, du kochst jetzt mit dem Carlo Odermatt zusammen das Nationalgericht von Ungarn, ein Gulasch. Ungarn ist nämlich eines der Gastländer der MUBA dieses Jahr. MUBA heisst 10 Tage das grösste Shoppingcenter überhaupt, wo Besucher unter anderem Schweizer Produkte können versuchen, die vergleichen, sich beraten und die auch einkaufen. Die MUBA ist das Erlebnis-Event und der Treffpunkt für alle. Und ich hoffe, von diesem Gulasch bleibt noch etwas übrig für mich und die ganze Seele heute Abend. Siehst du, ich muss die Würfel schneiden. So gross? Ja. Also die Basler wissen das sicher, das ist klar. Was genau dein Karrierewerdegang war, ist ja doch schon ein paar Jahre her, gell? So ist es. Ich war 13 Jahre beim FC Basel, 5-mal Schweizermeister wurde in diesen Jahren. Und im Fußball hast du doch einiges bewegt, oder? Hast du auch Clubs gross gemacht? Der FC Basel war ja dort niemand. Nachher haben wir von 50'000 Zuschauern gespielt. Ich bin Kapitän geworden in der Schweizer Nationalmannschaft, bin Kapitän geworden beim FC Basel, also 50 Länderspiele gemacht, Weltauswahl gespielt, 2-mal und habe dann erst noch Gold gemacht. Was war das für ein Gefühl? Unglaublich. In Barcelona 80'000 Zuschauer, Wahnsinn. Das ist schön und jetzt kann ich wieder eine kleinere Karriere bauen für die Leute, die Freude haben. Kochen ist Lebensfreude. Du, und die MUBA, die hat ja gewissen Stellenwert für die Basler. Wie muss ich mir das als Bündnerin vorstellen? Das ist die grösste Messe in der Schweiz und das ist fantastisch. Und dein persönlicher Bezug gehst du jedes Jahr? Ist logisch. Ah, wirklich? Das ist ein Stück Kultur. Da kannst du alles, vom Essen zum Trinken zum Einkaufen. Wenn dir etwas fehlt, kannst du dort hin und das klappt alles. Kompliment, Carli. Ich würde sagen, jetzt hocken wir an den Tisch und essen das auf. Ihr könnt eine kleine Pause machen und dann geht es weiter mit Delivery Nummer 3. Zum Wohl. Zum Wohl.